Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern, herzlich willkommen zu unserem Fußballferiencamp at home. Wir sind ja momentan leider dazu angehalten, dass wir alle zu Hause bleiben. Daher ist Fußballspielen momentan leider nicht möglich auf den Sport- und Spielplätzen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir bringen das Fußballcamp für Sie und für die Kids einfach nach Hause ins Wohnzimmer. So, wie sieht dieser Camp-Tag jetzt aus? Ihr seht unten im YouTube die rote Leiste. Das ganze Camp ist ein Video. Das heißt, es gibt einen Vormittagsteil, eine Mittagsbetreuung und es gibt noch ein Nachmittagstraining. So wie im echten Fußballcamp natürlich auch. Das Camp wird jetzt unten einfach immer weiter und immer weiter und immer weiter laufen, bis wir euch dann nach der ersten Einheit zum Mittagessen schicken. Das heißt, da ist dann ein kleiner Break. Ihr habt genug Zeit zu trinken, essen zu gehen, euch die Hände danach wieder zu waschen und dann treffen wir uns alle wieder. Ihr könnt dann wieder auf Play drücken, dann starten wir mit unserem Mittagsprogramm. Da machen wir dann immer so ein paar kleine Spielchen zum Verdauen für euch, damit das Fußballspielen auch nicht so schwer fällt. Wenn wir das dann gemacht haben, gehen wir weiter zur zweiten und zur letzten Trainingseinheit des Tages. So werden wir das von Montag bis Donnerstag eben durchziehen. Am Freitag ist Feiertag, da habt ihr dann Zeit zum Entspannen und wir wünschen euch jetzt schon mal viel Spaß. So, dann schauen wir mal, wer alles heute teilnimmt am Fußballcamp. Ganz viele haben sich ja schon angemeldet. Wir begrüßen hier zu Hause den Maxi, den Lukas, den Leon, den Paul, den Benny, den Luan, den David, Niki, Noah, Tim, Xaver, den Alikan, den Mert, die Marie, die Sophie, den Linus, den Jonas, den Sebastian, den Philipp, den Fatzke, den Jack und den Karl. Jetzt habe ich alle genannt und dann können wir... Hallo, stopp, ich bin zu spät, ich habe mich auch mal gemeldet. Okay, wie heißt du? Felix. Warte mal, Felix, Abstand ein bisschen einhalten leider. Wie heißt du, Felix? Felix. Okay, Felix darf natürlich auch mitmachen, den brauchen wir jetzt auch. Und wie es bei uns natürlich so ist... Warum muss ich den Abstand halten? Weil wir momentan leider nicht näher als 1,5 Meter zueinander stehen dürfen. Das ist aber leider, es ist auch gar kein Problem, okay. Das bekommen wir hin, du bleibst kurz hier stehen. Jedes Kind bekommt ja eigentlich immer ein Trikot, eine Trinkflasche, ein Cappy und einen Beutel. Das kriegt ihr dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder auf die Fußballplätze raus dürfen. Der Felix ist der Einzige, der das jetzt bekommt. Der braucht das Zeug auch. Einmal, lieber Felix, ein Trikot für dich. Ja, schön drüben bleiben. Das darfst du anziehen, darfst es aber auch sein lassen. Je nachdem, das haben wir dir geschenkt. Dann eine Trinkflasche, die muss immer gut voll sein. Unten steht dein Name drauf. Dann bekommst du einen Beutel von uns, da kannst du nachher alles reinschmeißen. Den brauche ich, danke. Ein Cappy, weil die Sonne hier drin richtig mördermäßig scheint, damit du keinen Sonnenbrand und keinen Sonnenstich bekommst. Danke. Und einmal dein wichtigstes Trainingsutensil heute, die Klopapierrolle. Die musst du auch noch mitnehmen. Nimm ich, kann ich mit am Platz oder? Die kannst du auch mit nach Hause nehmen, kann nicht schaden, wenn man zu Hause derzeit noch einen Reserve. Alles klar. Ich räume das kurz auf, ja? Du räumst es kurz auf. Wir machen uns jetzt bereit, Kinder, und wir sehen uns gleich zur ersten Übung. Viel Spaß! Okay, Kinder. Dann ganz kurz zum Trainingsablauf. Wir werden jetzt immer ein Aufwärmprogramm starten, in dem wir euch 4 Tricks an die Hand geben, die ihr zu Hause üben könnt, die wir dann im Laufe des Trainings immer wieder wiederholen. Nach der Aufwärmübung geht es über in einen kleinen Koordinationsparcours mit Torschuss in Verbindung mit diesen Tricks. Als dritter Schwerpunkt kommen dann alle 4 Tricks aneinander kombiniert, ebenfalls mit Torschuss. Und am Ende haben wir immer noch einen Special-Trick für euch, den ihr dann ebenfalls zu Hause üben könnt, den ihr als Hausaufgabe mitbekommt und den ihr dann im Laufe des Nachmittags einfach zu Hause immer weiter trainieren könnt und dann morgen einfach nochmal mit uns gemeinsam wiederholt. Genau. So Jungs, okay, dann starten wir jetzt mit dem ersten Trick. Ziehen, vorlegen. Viele von euch kennen den schon, vor allem die Jungs, die schon länger bei uns trainiert haben oder die Powertrainings oder die Fußballcamps schon öfter besucht haben. Macht aber nichts, wenn man es nochmal auffrischt. Vor allem, vielleicht sind ein paar Sachen dabei, die euch helfen, den Trick in Zukunft auch schneller machen zu können. Eigentlich eine ziemlich simple Geschichte. Wir legen den Ball auf die linke Seite der Klorolle, ziehen den Ball mit dem rechten Fuß zu uns,
Also weg von der Klorolle schon mal. Und dann spielen wir ihn mit der rechten Fußinnenseite weg von uns und auch weg von der Klorolle. Also wie ein kleines Häkchen. Okay? Schaut so aus, wir ziehen den Ball und spielen ihn darüber. Okay? Dann halten wir ihn drüben mal auf den Ball und probieren das Ganze mit dem linken Fuß. Ziehen und vorlegen. Ja, ihr könnt euch das im Kopf auch vorsagen, dann ist es vom Rhythmus her einfacher, weil es zwei Sachen sind. Ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen. Okay? Ihr könnt es jetzt mal üben. Der Felix kommt jetzt mal rein. Ich gehe ein bisschen auf die Seite. Du kannst schon mal loslegen, Felix. Die ganze Sache üben. Leg dir den Ball schön auf die rechte Seite. Genau. Und du kannst schon mal beginnen. Genau. Schön langsam. Ziehen, vorlegen. Sehr gut. Ziehen, vorlegen, super. Ziehen, vorlegen, super. Ziehen, vorlegen und noch einmal. Ziehen, vorlegen und der letzte. Ziehen, vorlegen. Okay, alles klar. Der Felix hat es technisch super gemacht. Ja. Im Spiel wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu langsam gewesen. Warum zu langsam? Es liegt einfach daran, wir müssen immer davon ausgehen, dass auf uns zu ein Gegenspieler kommt, ja? Und der will natürlich den Ball haben und rennt ganz, ganz schnell auf uns zu. Ja? So, jetzt stell dir mal vor, dass die Toilettenpapierrolle dein Gegenspieler ist, ja? Und dass der gerade auf dich zuläuft. Wir möchten den Ball vor der Nase des Gegenspielers wegstibitzen. Das heißt, acht mal beim Ziehen darauf, dass du schneller ziehst, aber der Ball dann gar nicht wirklich mit der Innenseite weiter gespielt wird, sondern von der Innenseite mehr oder weniger abprallt. Je fester ich ziehe, desto besser prallt der Ball ab und ich habe mehr Kontrolle nach dem Trick. Okay, wir probieren das mal aus. Feste ziehen, abprallen lassen. Aufhalten, feste ziehen, abprallen lassen. Super. Feste ziehen, abprallen lassen. Klasse. Feste ziehen, abprallen lassen. So, so kommt einmal viel mehr Dynamik rein, viel mehr Kontrolle. Ja, und der Gegenspieler könnte sicher sein, der läuft mal amtlich ins Leere. Sehr gut gemacht, Felix. Alles klar. Ihr könnt noch mal ganz kurz üben. Du kannst auch noch mal kurz üben. Ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen. Alles klar. Gut. Wie gesagt, ziemlich einfach der Trick, aber mega effektiv, wenn ihr zum Beispiel im Spiel eine Situation habt, in der ihr nicht lauft, sondern in der ihr den Ball gerade im Stehen bekommt und nicht weiter wisst, was ihr mit dem Gegenspieler nun anstellen könnt. So, wir schnaufen einmal kurz durch und spielen das gleiche im Wettkampf. Der Wettkampf wird immer so aussehen, bitte hört zu dippeln auf. So. Der Wettkampf wird so aussehen, dass wir 10 Sekunden lang diesen Trick machen. Ihr habt 10 Sekunden Zeit und ihr zählt die Wiederholungen mit. Okay? Ich zähle die Wiederholungen beim Felix mit. Okay? Jetzt noch nicht Felix. Du darfst noch ausruhen. Ich zähle die Wiederholungen beim Felix mit. Ihr zählt eure Wiederholungen mit. Nach 10 Sekunden ist beendet und ihr schaut zu Hause, ob ihr den Felix geschlagen habt. Okay? Gut. Alles klar. Felix, bist du bereit? Ja. Alles klar. Dasselbe wieder, ja? Genau. Alles klar. Okay, Kinder. Felix ist schon heiß, bindet sich gerade nochmal die Schuhe. Ihr seid, glaube ich, alle auf dem Posten. Wir können loslegen. 10 Sekunden. Ihr zählt eure Wiederholungen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Stopp. Viel hatte ich, habe ich gezählt? Ich schon. Okay. Du hattest 10 Wiederholungen. 10 Wiederholungen hat der Felix geschafft. Wie viele habt ihr zu Hause geschafft? Habt ihr ihn geschlagen oder nicht? Ich glaube, ihr habt ihn geschlagen. Er war ganz schön langsam unterwegs. Aber er ist ins Schwitzen gekommen. Sehr gut. Okay, gut, passt. Alles klar, zweite Übung, zweiter Trick. Auch den hat der ein oder andere bestimmt schon mal gesehen. Ist die Zidane-Wende. Warum brauchen wir eine Wende? Was ist ein Wendetrick? Manchmal läuft der Spiel. Felix? Das ist, wenn ich umdrehe, oder? Ja, das ist, wenn du umdrehst. Sehr gut. Genau. Manchmal ist es zum Beispiel so, dass der Ball auf die, auf die Außenlinie im Spiel zuläuft oder dass wir vom Gegenspieler verfolgt werden. Ja? So, beides gefällt uns nicht. Wir wollen den Ball einmal im Spiel halten oder auch weg vom Gegner kommen, der uns verfolgt. Das heißt, wir bedienen uns eines kleinen Tricks. Ja? Eine schnelle Wende ist zum Beispiel die Zidane-Wende. Wir brauchen dazu beide Füße und es ist ziemlich, ziemlich einfach. Wieder die Klorolle in die Mitte vom Raum legen, rechter Fuß drauf. Wir beginnen mit dem rechten Fuß, dribbeln einmal los.
halten den Ball mit dem rechten Fuß auch auf. So, Achtung, jetzt tauschen die Füße. Der rechte Fuß steigt über den Ball drüber, der linke geht auf den Ball, zieht ihn einmal nach hinten und der linke Fuß spielt ihn wieder leicht nach vorne. Alles klar? So, versucht, dass ihr, der ist jetzt ein bisschen weit weggerollt. War nicht so leicht. Ja, war es nicht so leicht. Wir probieren es mal ganz langsam und dann kannst es du probieren. Ja. Ich zeige es euch noch einmal, wie es ausschauen sollte. Der Felix übt es dann mit euch. Also, losdribbeln, rechter Fuß drauf, wegstellen, links ziehen, vorspielen. So, rechter Fuß drauf, wegstellen, links ziehen, vorspielen. So, rechter Fuß ziehen, mit dem linken Fuß ziehen, vorspielen. So, und wer es schon gut kann, der kann jetzt mal 3-4 Runden am Stück probieren. Sobald euch ein bisschen schwummrig wird, könnt ihr aufhören und das Ganze mal auf die andere Seite probieren. Das geht auch. Rechter Fuß, linker Fuß, vorspielen, links aufhalten, rechts wegziehen, rechts vorspielen und so weiter. Felix, wenn du magst, kannst du loslegen und das Ganze üben. Ihr seid bereit, Jungs und Mädels? Genau, und los geht's. Hopp. Genau, rechter Fuß ziehen, linker Fuß ziehen, rechter Fuß, linker Fuß. Rückenlage. So, hopp, hopp, so ist schon ganz gut. Rechter Fuß, linker Fuß. Okay, machen wir noch einen und noch einen. So, okay, gut. Stopp mal kurz, alle anhalten. Stopp mal kurz, Felix, alle anhalten. Stopp, stopp. So. Der Felix hat die Drehung gut gemacht. Was er nicht so gut gemacht hat, war, dass der Ball danach in die neue Spielrichtung schön kontrolliert weiterläuft. Der flitzt dir manchmal nach links weg, manchmal stoppst du den Ball auch unter dir und stolperst dann beim Loslaufen wieder leicht drüber. Mhm. Versuch mal bei der Wende ein bisschen mehr in die Knie zu gehen. Mhm. Ja? Und nach den beiden Sohlenkontakten den Ball mit der linken Fußinnenseite sauber aus den Knien ganz leicht nach vorne zu spielen, dass du auch gerade wieder weiter drehen kannst. So, probier es mal aus. Sohle, Sohle, Sohle. Genau. Sohle, Sohle, Sohle. Super. Sohle, Sohle, Sohle. Sohle, Sohle, Sohle. Sohle, Sohle. Die Innenseite. Genau. Sehr gut gemacht. Okay, gut. Du fühlst dich fit? Wie sieht's aus? Du bist ein bisschen schwindelig. Ein bisschen schwindelig, okay. So, der Felix kriegt erstmal sein Gleichgewicht wieder in den Griff. Ja, ihr auch zu Hause. Ihr könnt euch schon mal bereit machen. Der nächste Wettkampf schaut jetzt so aus. Wir machen insgesamt 6 Wenden. Das heißt, dreimal in die Richtung, dreimal in die Richtung und dann schreit der Erste, der fertig ist, Stopp. Okay? Ihr schaut mal, ob ihr schneller Stopp schreit zu Hause als der Felix hier. Ich habe gerade gesehen, der hat schon richtig gut gemacht. Wird ziemlich schwer, ihn zu schlagen. Ja? Zählst du, Herr Trainer? Ich zähle die Kontakte mit, beziehungsweise deine Wenden mit und schreie dann Stopp. Oder du darfst Stopp schreien. Ich sage dann Stopp. Wie viel muss ich machen? 6 Stück. Also so geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann schreist du Stopp. Ihr macht euch fertig. Seid ihr bereit, Jungs? Alles klar. Dann auf die Plätze. Fertig. Los! 1, 2, 3, 4, 5, mit Gas, 6 und Stopp. Stopp. Sorry. Okay, super gemacht, Felix. Klasse. Wie ging es euch zu Hause? Seid ihr auch fertig geworden? Wart ihr schneller als der Felix? Wenn ja, dann schickt uns doch einfach einen kurzen Kommentar und dann kann der Felix danach als Strafe ein paar Liegestütze machen. Genau. Wir bauen jetzt mal ganz kurz um, Jungs und Mädels. Ihr geht jetzt ganz kurz was trinken. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Und nicht vergessen, nach dem Trinken ganz kurz schnell die Hände waschen und einmal sauber machen und dann treffen wir uns gleich wieder. Okay, Jungs, gut. Dritter Trick, den wir uns vornehmen, ist ein 1-gegen-1-Trick, den wir immer machen können, wenn wir frontal auf unseren Gegenspieler, auf unseren Abwehrspieler... Entschuldigung, zu spät, Renan, sorry. Felix, schon wieder zu spät. Ja. Das ist sehr Weltklasse. Okay, pass auf, ich habe gerade erklärt den Jungs, dass wir als nächstes einen 1-gegen-1-Trick machen wollen. Das heißt, immer wenn wir auf unseren Gegenspieler frontal, also ganz gerade zulaufen, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Tricks, die wir benutzen können, um den Gegenspieler auszudribbeln. Wir nehmen uns jetzt mal die Übersteiger-Finte vor, ja? Dribbeln dazu von einer Startklorolle los und dribbeln auf die zweite Klorolle circa so 3 Meter vor uns
einfach mal drauf zu. So, achtet beim Dribbeln darauf, dass ihr eure Fußaußenseite eindreht und den Ball nicht nach vorne schießt, sondern dass ihr den Ball mehr oder weniger schiebt. Ja, wir sagen dazu einen Schiebekontakt. Das heißt, geht ein bisschen in die Knie, schiebt den Ball nach vorne weg. Der Ball wird automatisch schnell, ohne dass ihr ihn tausendmal berühren müsst. Und dann geht es vorne an der Klorolle weiter mit einem Übersteiger rechts. Dann ein kleiner Ausfallschritt nach links und wir gehen rechts weg und könnten rein theoretisch dann auch aufs Tor schießen. Genau, jetzt mal ohne Torschuss, einfach isoliert ausprobieren. Ich zeige es euch einmal vor, der Felix darf es dann üben. Felix, hast du alles verstanden? Ja, ich muss mir erstmal anschauen. Ja gut, ihr zu Hause auch, schaut es euch erstmal an, so wird es loslaufen. Also Schiebekontakt, Übersteiger, Ausfallschritt vorbei und jetzt könnte man quasi schießen. Ja, üben es nochmal. Achtet wirklich darauf, schön am Anfang in die Knie zu gehen, um den Ball möglichst schnell zu bekommen, schieben, übersteigern, weg geht's und dann den Ball wieder aufhalten. Alles klar? Verstanden? Felix, du kannst loslegen. Ich schaue mir das Ganze mal an, wie du das machst. Genau. Und bitte. So, schieben, schieben, übersteiger, Finte. Genau. Bewegung schon mal super. Und du kannst es gleich nochmal probieren. Genau. Und schieben, übersteiger, Finte. Ganz stark. Super. Okay, nochmal probieren. Einmal mehr noch. Ja, probieren wir nochmal aus. So, schieben, Übersteiger, Finte. Genau, okay. Bleib mal kurz stehen. So, bei Felix ist der Ball immer ein bisschen näher am Standbein, wenn er losdribbelt. Das heißt, der Schiebekontakt ist nicht so optimal. Der Ball bleibt eigentlich immer zu sehr in seiner Nähe. Also so, und jetzt kommt er so ein bisschen ins Trudeln rein. Ja, man weiß jetzt nicht genau, man weiß jetzt nicht genau, wann der Trick losgehen kann. Der Rhythmus stimmt nicht hundertprozentig. Ja? Schaut, dass ihr euch den Ball ein kleines bisschen weiter vorlegt oder in dem Fall vorschiebt. Dann könnt ihr leichter beginnen mit dem Übersteiger. Also schieben und jetzt kann es losgehen. Alles klar? Felix, du kannst es nochmal aufmachen. Achte darauf, dass du ein bisschen mehr in die Knie gehst, den Ball schön vor dir her schiebst. Sehr gut. Und jetzt ist schon viel besser. Ja, der Rhythmus ist besser, es ist viel dynamischer. Der Gegenspieler, du kannst nicht. Los, gut. So, Übersteiger, Finte, super. Jawohl, klasse. Okay, probier noch einmal. Die meisten Jungs kennen diesen Trick sowieso schon. Übersteiger, Finte, sehr stark. Okay, gut. Dann können wir eigentlich auch gleich weitermachen, weil die meisten den ja sowieso schon kennen. Wir üben auch gleich den vierten Trick und nachher kommt die Challenge, in dem wir alles zusammen basteln. Ja? So, du kannst Schuhe binden. Ja. Vielleicht bindest du sie mir mal. Nein, das geht leider gerade nicht, Felix. Ja. Wir müssen momentan ein bisschen weiter auseinander stehen. Dann gebe ich dir nur meinen Schuh. Nein. Gut, also, wir machen gleich den vierten Trick hinterher. Cristiano Ronaldo. Chop nennen wir ihn auch. Das heißt, wir spielen den Ball erstmal mit dem rechten Fuß zur rechten Seite weg, hüpfen dann in die Luft und spielen den Ball mit der Innenseite rechts unter unserem linken Fuß hindurch. Okay? Der Platz gibt leider nicht mehr her als vielleicht eine Wiederholung. Ihr könnt es dann aber auch mit links und rechts im Wechsel üben. Okay? Nachher in der letzten Übung brauchen wir dann den Trick auch nochmal mit dazu. Also Außenseite wegspielen, hochhüpfen und wirklich mit der Innenseite den Ball hinter dem linken Fuß vorbeispielen. Ja? Ganz gut ist der Trick immer, wenn ich auf der Seite vom Spielfeld bin und in die Mitte reinziehen möchte, ja? Weil ich hier einfach kein Tempo verliere, sondern der Ball genauso schnell weiterläuft, wie er auch beim Dribbeln lief. Ja? Okay, loslaufen, schieben zur rechten Seite, so könnt ihr es noch einfacher machen, schieben zur rechten Seite, springen und der Job unter dem linken Fuß durch. Alles klar? Ich zeige es auch nochmal für die Linksfüßer. Übt den Trick am besten immer erst mit eurem guten Fuß, danach mit dem schwächeren Fuß. So kommt ihr eigentlich ganz gut rein. Ja? So, linker Fuß, Job mit links nach rechts. Und linker Fuß, schieben und der Job nach rechts weg. Alles klar? Felix, du kannst es ausprobieren, welcher Fuß dir auch immer besser gefällt. Du kannst loslegen. Und ihr zu Hause auch. Ich probiere beide aus, oder? Wir können einfach beide ausprobieren. Probier es erstmal mit deinem starken Fuß. Ja, also ich schiebe zur Seite. Schieben, ja. Und dann hoch und hinten durch. Genau. Alles klar. Machen wir nochmal. Schaut, dass die Bewegung schön flüssig ist und keine Bremse drin ist. Okay? Habe ich die 8 gebremst? Nein, du hast gerade super gemacht. Okay. So, schieben, hopp. Jawohl, Tempo bleibt bestehen. Die Richtung ändert sich. Wir ziehen von außen
in die Mitte rein und können dann vielleicht sogar aufs Tor schießen. Wie weit darf ich denn den Ball wegkicken? Weil wenn ich jetzt rein so mache, dann irgendwo dann draußen, oder? Das liegt dann immer daran, wie die Situation im Spielfeld gerade ist. Ich würde jetzt hier, weil wir nur im Wohnzimmer oder im Flur üben können, einfach ein kleines bisschen weniger choppen. Ja? Den Druck auf den Ball nicht so nicht besonders erhöhen, sondern einfach so, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Ja? Kannst jetzt auch mal mit dem falschen Fuß üben. Jawohl, ganz genau. Würdest du jetzt mit links schieben oder darf ich weiter mit rechts schieben? Ich würde mal beides ausprobieren. Schauen wir, ob ich mich da wohlfühle. Aber ich würde immer probieren, beide Füße herzunehmen und so wie einem der Rhythmus dann am besten zusagt, so würde ich es dann auch im Spiel probieren. Es kann nicht schaden, den Ball mit beiden Füßen führen zu können. Natürlich sind wir irgendwann im 1 gegen 1 Experten für einen bestimmten Fuß. Das wird uns dann einfach mehr zusagen. Aber wenn wir zum Beispiel gerade auf der linken Seite sind, dann schadet es auch nicht, den Ball mal mit links wegzunehmen und mit links zurück zu choppen. Okay, alles klar. Ihr habt sauber geübt. Jetzt kommen wir zur abschließenden Challenge. Das heißt, wir brauchen eigentlich alle vier Tricks. Ich baue kurz rum, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, jetzt probieren wir alle vier Tricks kombiniert hintereinander. Ihr braucht wieder zwei Klorollen. Startet an der unteren, legt euch den Ball nach links, so wie wir es vorhin bei der ersten Übung trainiert haben. Und jetzt geht's los mit Zielen, Vorlegen. Wisst ihr noch, was wichtig war? Also den Ball erstmal feste zu ziehen, damit er auch schöner vom Fuß abprallt. Alles klar? Bitte nicht zu langsam und nicht zu ängstlich ziehen und irgendwie nach vorne mogeln, sondern wir wollen jetzt schon mal ein kleines bisschen Gas geben. Zielen, abprallen lassen. Jetzt liegt der Ball auf der rechten Seite. Wir kombinieren danach den Ronaldo dran, ja, weil der Ball schön auf die Seite nach rechts wegfliegt. Wenden oben an dem oberen Hütchen mit der Zidane-Wende und kommen dann in einen Schiebekontakt, greifen das untere Röllchen wieder an und dribbeln es mit Übersteiger-Finte aus. Also, ziemlich easy oder vielleicht doch nicht, der Felix wird es jetzt auch gleich probieren. So soll es am Ende aussehen. Ziehen, vorlegen, Ronaldo rechter Fuß, Zidane-Wende, Schiebekontakt und Übersteiger-Finte und wieder von vorne. Einmal zeige ich es noch ein bisschen schneller. Feste ziehen, abprallen lassen, Ronaldo nach oben weg, Zidane-Wende, Schiebekontakt, Übersteiger-Finte und fertig. Alles klar? Ihr kriegt es bestimmt hin. Ihr könnt jetzt üben. Felix, du kannst loslegen. Und auf geht's. Was als erstes ziehen? Vorlegen. Dann Ronaldo. Ronaldo. Zidane-Wende. Und jetzt schieben. Schieben. Übersteiger-Finte. Super. Genau. So stimmt vom Ablauf. Du kannst gleich wieder weiter üben. Ich kann mir das gleich alles merken, Rusch. Das macht nichts. Gut, mach's ruhig am Anfang langsamer. Schau, dass die Tricks sauber funktionieren und dann kannst du das Tempo auch steigern. Sehr schön. Schieben, übersteigen. Oh, enger Hund. Okay, gut. Gut, ich probiere es nochmal. Enger Hund. So, feste ziehen. Ja. Abfallen lassen, gleich den Ronaldo dran kombinieren, laufen lassen den Ball. Zidane-Wende, 1, 2, 3, schieben, übersteigern, Finte und weg. So. Sehr schön. Hopp, 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 schieben, übersteigern. Der war sehr schön. Sehr gut gemacht. Komm mit dem Ronaldo noch zu weit raus, ich muss nochmal probieren. Du kannst probieren, solange du möchtest. So, hopp, sehr schön. Hopp, 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 schieben, einmal, zweimal. Dreimal. Okay, bleib mal kurz stehen. Du kannst noch, oder geh mal kurz nach hinten weg. Ja. So. Bei vielen ist es oft so, dass man das Loslaufen und das Schieben so ein bisschen vermischt. Ja? Schaut mal und achtet darauf, wenn ihr gewendet seid und der Ball nach links weggeht, dass ihr euch erstmal aufrichtet, groß werdet und dann in die Knie geht, um wieder erneut zu schieben. Ja, jetzt ist hier natürlich der Platz sehr klein, aber draußen am Feld werdet ihr dann merken, wie schnell ihr eigentlich den Ball aus dem Stehen beschleunigen könnt mit diesem Schiebekontakt. Also, Zidane-Wende, 1, 2, 3, groß machen, in die Knie schieben und es dann wieder weitergehen. Alles klar, Felix, probier's nochmal. Nach der Wende schön groß machen, lasst ihr ein bisschen Zeit vor dem Schiebekontakt. Entscheidend ist, dass der Ball schnell auf unseren Gegner zuläuft, um das Tempo beim Ausdribbeln mitzunehmen. 1, 2, Ronaldo Job, super. Einmal, zweimal, dreimal schieben, klasse. Genau. Mal ein bisschen mitgenommen, aber vom Tempo her war es schon gut. Und ziehen, vorlegen. Probier es nochmal. Ziehen, vorlegen. Und
Ronaldo weg, super. Einmal, zweimal, dreimal. Schieben, Übersteiger finde. Sehr gut. Okay. Schafft ihr noch einen, Jungs? Felix, schaffst du auch noch einen? Ich mache noch zwei. Durchgang. Noch zwei. Okay. Hopp. Sehr gut. Und Schiebekontakt. Weg geht's. Genau. Mach mal deinen Auswahlschritt am Ende ein bisschen größer, dass auch der Gegenspieler wirklich auf deinen Stemmschritt reinfällt. Ja? So, Zidane-Wende, hopp, schieben, Übersteiger, jawohl, klasse. Okay, gut, wunderbar. Ihr könnt wieder was trinken gehen dabei. Wir bauen um und sehen uns gleich wieder zu Koordination und Torschuss. So, Jungs, Trinkpause habt ihr alle gehabt. Jetzt geht's frisch gestärkt in Teil 2 unseres Trainings heute. Koordination und Torschuss. Immer in Verbindung mit einem der Tricks, die wir jetzt geübt haben. Was ihr dazu braucht, ist eine Klorolle, eine zweite Klorolle, dann zwei kleine Markierungen. Das können, wie gesagt, T-Shirts, Topflappen, Handtücher, irgendwas sein, was euch einfällt. Und irgendwas, was ihr selber für euch als kleines Tor aufbaut. Zum Beispiel ein Wäschekorb oder so eine kleine Bank. Wie auch immer, da sind keine Grenzen gesetzt, was euch eben einfällt. Genau. Wir schnappen uns mal den Ball, gehen rüber zu den beiden Toilettenpapierrollen und starten immer an der äußeren Rolle. Hier. Okay? Es geht jetzt gleich darum, dass wir ohne Pause hüpfen, den gesamten Aufbau durch. Dann geht es weiter zu den Plättchen. Okay? So. Ich habe es jetzt für Linksfüße aufgebaut. Ihr könnt aber je nachdem, was eure Wohnung oder euer Wohnzimmer oder der Flur hergeben, auch auf die andere Seite umbauen. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Wenn ihr sagt, ich möchte meinen linken Fuß natürlich ein bisschen besser trainieren, dann baut das genauso auf, wie ich das jetzt gemacht habe. Okay, Ball gut festhalten, erste Übung. Wir springen über die Rollen ohne Pause mit beiden Füßen. Schaut, dass wir immer von der Zehenspitze abspringen. Und dass wir hier im Rumpf, im Bauch und im seitlichen Bauchmuskelbereich schön fest bleiben. Okay, also bitte jetzt nicht gummiseilartig rumschwingen, sondern schön fest bleiben, den Ball hier vor dem Bauch festhalten und los geht's. Okay, also einmal, zweimal, zweimal, dreimal. Okay, so, dann geht's weiter. Wir werfen den Ball leicht nach oben, lassen ihn einmal aufkommen und stoppen den Ball mit der Sohle. Dropkick. Der Ball sollte dann nach vorne zu den beiden Markierungen rollen. Dort halten wir ihn einmal auf, entweder mit dem linken oder dem rechten Fuß. Wichtig ist nur, dass der Ball liegt. Okay? Wir wollen jetzt nicht den rollenden Ball verwerfen, sondern einen, der tot da liegt. Okay. Wir nehmen den linken Fuß, probieren den Trick ziehen, vorlegen, spielen danach aufs Törchen. Denkt wieder daran, feste ziehen und von der Fußinnenseite nach vorne abprallen lassen. Also so, ziehen, abprallen lassen. Spielen. Kleiner Tipp, nach dem Ziehen drehe ich auf meinem Standbein in die Richtung, wo ich hin möchte und dann kann ich schneller, sauberer und auch dynamischer spielen. Alles klar? Ziehen, hopp, gedreht bin ich und ich kann wieder spielen. Alles klar? Probieren wir es einmal im Stellen. Ball gut festhalten, los geht's mit den Sprüngen. So, eins, zwei, hochwerfen, Dropkick. Anhalten den Ball und jetzt ziehen, vorlegen, spielen. Alles klar? Jeder hat es gecheckt von euch. Felix, dann kannst du loslegen. Zeig mal, was du drauf hast als Känguru. Los geht's. Wo hüpfe ich? Wo fange ich an? Hier, gell? Hier außen anfangen. Und los geht's. Hopp, zack, 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 zack. Dropkick? Dropkick stoppen. Und nach vorne. Der Ball sollte eigentlich ein bisschen weiter nach vorne rollen. Okay, dann beim nächsten Mal. Und jetzt linker Fuß ziehen, vorlegen, spielen. Klasse, genau. Okay, probier's ja nochmal. Genau, nochmal probieren. Lass dir ruhig Zeit, lass dir Zeit. Hopp, eins, zwei. Drei, hopp, eins, zwei. Dropkick stoppen, sehr gut. Und aufhalten, ziehen, aufdrehen, vorlegen und spielen. Jawohl, klasse. Gut, und nächster. Sehr schön, super. Dropkick. Aufhalten den Ball, ziehen, vorlegen und stopp mal kurz. Okay. Geh mal wieder zurück. Okay. Wir haben jetzt natürlich als letzte Aufgabe einen Zielpass. Okay. Weil unsere Wohnung ganz, ganz klein ist und weil wir keine Vasen runterschießen wollen, wollen wir auch versuchen, dieses Ziel zu treffen. Ja? Manch einer wird vielleicht den Ball mit der Spitze am Anfang noch treffen oder mit den Schnürsenkeln hier oben.
Das wollen wir eigentlich nicht, sondern wir wollen beim Passen versuchen, den Ball einmal nur mit der Innenseite zu treffen. Und wir wollen den Ball nicht wirklich schlagen, sondern wir wollen ihn auch hier wieder nach vorne schieben. Achtet darauf, dass der rechte Fuß ein bisschen hinter dem Ball bleibt und wir mit dem linken Fuß einmal schön durchschieben. Alles klar? Macht es am Anfang vielleicht echt mal ein bisschen übertriebener, damit man das sich besser vorstellen kann. Wir wollen auf jeden Fall die Teile hier, ob mit der Spitze oder irgendwelche Querschläger mit der Außenseite vermeiden. Okay? Geht schön in die Knie, schaut auf den Ball, stellt das Standbein etwas weiter hinter dem Ball ab und dann schiebt mal nach vorne durch. Ändert sofort die Passqualität, da wollen wir am Ende hinkommen. Felix, du kannst nochmal probieren. Der Rest war super. Ja, du kannst loslegen. So. Schön hüpfen, gerade bleiben, jawohl, super. Dropkick weg und ziehen, vorlegen, spielen. Jawohl, ruhig mehr schieben in den Ball. Noch mehr schieben? Ja, noch mehr schieben. Und eins, zwei, stopp. Stopp. Eine Sache, die wir noch verbessern wollen, ist beim Springen. So, du hüpfst jetzt oft vom platten Fuß, also vom ganzen Fuß. Und holst da die Sprungkraft raus. Wir wollen eigentlich versuchen, mehr auf der Zehenspitze zu bleiben und aus den Zehenspitzen zu springen, weil wir da einfach die meiste Kraft haben. Okay. Also mehr Zehenspitze. Genau. Und tap, super. Dropkick stoppen, ziehen, vorlegen und schieben. Sehr gut gemacht. Klasse. Okay. Und die nächste Aufgabe. Okay. Nächste Aufgabe? Nächste Runde. Okay. Und noch. Eins, zwei. Hochwerfen, Dropkick stoppen und los geht's. Hopp, hoppala. Fangen wir an. Passt schon, nicht so schlimm. Gehört auch dazu. Ja? Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Mega. Und los geht's. Hopp, ziehen, vorlegen, schieben. Sehr gut. Und eine schaffst du noch. Auf geht's, dann ist kurz ausruhen. Wann ist Trinkpause? Gleich ist Trinkpause. Und komm. Hopp. Sehr gut. Dropkick stoppen, aufhalten, ziehen, vorlegen, schieben und Pause. Okay. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Jungs, ihr könnt das natürlich auch auf die andere Seite aufbauen und euren rechten Fuß trainieren. Das ist euch überlassen, so wie ihr es am besten findet, so wie ihr euch am meisten wohlfühlt. Ja? Felix kann es jetzt auch von der Seite nochmal zeigen. Also die Aufgabe wäre dann eben, von hier oben loszuspringen. So, und los geht's. Zehenspitze, hüpfen. Dropkick, dann den Ball aufhalten und mit dem rechten Fuß ziehen. Genau. Schaut einfach, dass der Ball schön liegt, bevor ihr den Trick macht und nicht fließend ineinander übergeht, sondern den Trick wirklich isoliert trainiert dabei. Aufhalten und jetzt ziehen, vorlegen, spielen und fertig. Alles klar. Viel Spaß beim Üben. Jetzt seid ihr dran. Okay, Jungs. Zweite Aufgabe. Wir haben ein kleines bisschen umgebaut. Wir stellen die beiden Toilettenrollen nahe zum Tor, starten auch neben dem Tor, gehen dann nach oben und haben dann zwei Tricks, die wir vorhin gelernt haben. Zidane, Mende und Cristiano Ronaldo schießen danach aufs Tor und beginnen dann wieder von vorne. Klemmt den Ball gut ein. Die Hüpfaufgabe, die wir jetzt haben, ist ein kleines bisschen anders. Es ist ein bisschen Hüpfen und es ist ein bisschen Laufen, also kombiniert. Das heißt, wir hüpfen auf dem rechten Fuß, der linke Fuß ist in der Luft. Wir hüpfen einmal drüber, wir hüpfen zweimal drüber. Wenn wir hier angelangt sind, sausen wir mit beiden Füßen durch die Lücke durch und hier wieder raus und stellen uns auf den rechten Fuß. Allerdings nicht Großmutter, so wie ich gerade, sondern richtig flitzen. Am Anfang rechter Fuß, hopp, hopp und jetzt 1, 2, 1, 2. Hopp, hopp, 1, 2, 1, 2. Und nochmal. Nee, egal. Und nochmal. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, insgesamt drei Durchgänge, dann geht's nach vorne. Wir werfen den Ball nach oben, Dropkick stoppen, anschieben und sie dann wenden. Links zuerst, rechts, rechts und durch die Lücke einen Ronaldo mit dem rechten Fuß. Zielpass links, Ball stoppen, mitnehmen und das Ganze beginnt von vorne. Einmal noch schnell, dann darf der Felix wieder üben. Okay, und los geht's. Rechts, rechts. 1, 2, 1, 2. Rechts, rechts. 1, 2, 1, 2. Rechts, rechts. 1, 2, 1, 2. Hochwerfen. Dropkick stoppen. Schieben. Zidane-Wende.
Ronaldo rechts. Zielpass. Alles klar? Viel Spaß beim Üben, viel Spaß Felix. Und los geht's. Gut, ich muss wieder erstmal probieren, gell? Also rechts Bein. Genau. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sehr gut. Dropkick stoppen. Nach oben geht's mit Schiebekontakt. Zidane Wende links, Ronaldo rechts und spielen. Bravo. Es ist ein bisschen eng. Das macht aber nichts. Durch das Üben bekommen wir das immer besser hin. Genau. 1, 2 und 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rechts, links. Tap, 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 tap. Sehr gut. So, Dropkick stoppen und schieben. Super. Zidane Wende. Aufhalten, Ronaldo. Tut mir hier bei den Pass ein bisschen schwer, was machen wir da am besten? Weil so. Das muss ich immer so schießen. Okay, gut. Felix fragt gerade. Geh mal in deine Ecke hinter. Ja. So. Felix kommt jetzt gerade mit dem Ronaldo zu weit nach links raus. Ja? Was am Ende heißt, er muss den Ball ziemlich weit hinterherlaufen und schießt dann aus der Drehung. Das heißt, der Pass wird nicht mehr besonders sauber. Okay? Achtet darauf, dass ihr mit dem Cristiano Ronaldo Trick ein kleines bisschen schräger nach vorne kommt. Also nicht parallel zu diesem Zimmer hier nach links raus, sondern etwas schräger nach vorne. Lauft den Ball auch nicht hinterher, sondern lauft hinter ihn hinein. Und dann können wir auch wieder den Ball gerade schieben. Also so, etwas weiter nach vorne. Und jetzt lauft hinter den Ball rein und versucht den Ball wieder zu drücken. Einmal noch und schnell. Ronaldo rechter Fuß. So. Hopp, schräg vorne, hinter den Ball reinlaufen und spielen. In den Pfosten, in den Pfosten. Okay. Und Felix probiert es wieder. Hopp, hopp und links, rechts, links, rechts. Sehr schön. Taps, taps, tap, 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 tap. Und los geht's. Dropkick stoppen, los geht's. Zidane-Wende, klasse. Ronaldo nach vorne, hinter den Ball rein und viel besser. Ja? Das heißt, du musst den Ball nicht mehr hinterherhetzen. Ja. Sondern du kannst ihn schön von hinten schieben. Klasse. Tap, tap. Okay, pop, pop, super. Tap, 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 tap. Okay. Und los geht's. Ups, sehr schön. Schiebe. Zap, zap, zap. Ronaldo hinter den Ball einlaufen. Sehr gut. Bisschen schräger nach vorne. Schaffst du noch einen Durchgang, Felix? Ja, einer geht noch. Okay, gut. Und los geht's, Jungs. Auf geht's. Hopp. Gebt Gas zu Hause. Der Felix gibt Vollgas, ihr gebt Vollgas und los geht's. Hopp, Ball nach oben werfen und schieben. Zidane-Wende, Ronaldo rechter Fuß hinter den Ball laufen und spielen. Überragend gemacht, super. Wie geht's euch zu Hause? Seid ihr platt oder geht's noch einigermaßen? Klingen die Nachbarn schon oder sind Vasen kaputt gegangen? Ich hoffe natürlich nicht. Ihr könnt jetzt noch ganz kurz ausprobieren. Wir bauen kurz wieder um, dann gibt's die dritte Übung. Okay, Kinder, Übung Nummer 3. Jetzt stellen wir die Klopapierrollen noch ein bisschen weiter weg. Wir verschaffen uns noch ein kleines bisschen mehr Platz. Die Klorollen stehen wieder parallel zueinander. Ihr springt diesmal auf dem linken Fuß durch die Lücke, drüben raus und dann auf beiden Füßen über beide Klorollen zurück. Achtung, ist ganz schön anstrengend. Schaut, dass ihr wieder auf der Zehenspitze springt, nicht vom platten Fuß, sondern von der Zehenspitze schön nach oben. Anschließend, wenn wir fertig sind, laufen wir um das Hütchen hier vorne rum, stoppen den Ball, Dropkick, laufen auf das Hütchen zu und machen den Trick Übersteiger, Finte und schließen ab, indem wir aufs Tor passen. Alles klar? Passen haben wir vorhin schon besprochen. Schaut, dass euer Standbein dahinter bleibt, dass ihr den Ball schön durchschiebt. Und let's go! Okay. Also, linker Fuß beginnt. So. 1, 2, beide Füße. Hopp, zweimal das Ganze. 1, 2, beide Füße. Rumlaufen ums Hütchen. Dropkick stoppen. Schieben. Übersteiger, Finte, Zielpass. Alles klar? Gut. Dann können wir nochmal probieren. Linker Fuß, beide Füße drüber. Linker Fuß, beide Füße drüber. Einmal rumlaufen. Dropkick stoppen. Schiebe, Übersteiger, Finte, Zielpass. Alles klar, verstanden, die Übung. Dann legt los. Felix, willst du loslegen? Jo. Alles klar, ihr könnt mit dem Felix gemeinsam üben. Viel Spaß dabei.
Linkes Bein raus, gell? Genau. Fertig. Eins, zwei, drüber. Wie oft? Zweimal. Eins, zwei, drüber. Und flicks weg. Flitzen. Droppen. Schieben. Übersteiger Finte. Muss ich besser machen. Klasse. Und hier geht's los, gell? Hier geht's mit links los. Schön von der Zehenspitze weg. Super. Eins, zwei, drüber. Klasse. Und los geht's. In die Richtung. Rumflitzen. Nein. Einmal rumflitzen. Dropkick. Jetzt kommt Dropkick. Dropkick stoppen. Schieben. Übersteiger, Finte, spielen. Sau gut, Felix. Jawohl. Und nochmal. Linker Fuß. Hopp, hopp. Und drüber. Und los geht's. Hopp, hopp. Und drüber. Komm. Zwei Runden gehen noch. Und Dropkick stoppen. Pfanne. Konzentrier dich. Schön den Ball mit der Sohle stoppen. Schieben. Übersteiger. Pfanne. Kein Problem. Und wir probieren. Lass dir Zeit. Du musst es nicht so schnell machen. Doch, ich muss den Wettkampf gewinnen. Nein, du musst gar nichts machen. Schau, dass die Übung langsam und sauber läuft und du nicht durcheinander kommst. Genau. Also mehr Rhythmus. Ja, genau. Dropkick stoppen. Und schieben. Übersteiger. Finte spielen. Klasse. So, einmal noch langsam. Okay. Okay. Und eins, zwei und drüber. Und eins, zwei und drüber. Super. Letzter Durchgang. Konzentrier dich, Felix. Super gemacht. Schieben. Übersteiger, Finte, spielen. Sehr gut. Okay, Jungs. Klasse. Pause ganz kurz. Wir bauen um. Sehen uns gleich zum Technikthema wieder. Viel Spaß beim Üben. Bis gleich. So, Jungs und Mädels, weiter geht's. Ich hoffe, die Mittagspause war super und ihr habt alle ordentlich gegessen. Wir werden jetzt ein Spiel spielen, das heißt Erstelle deinen Verein. Hier geht es darum, dass ihr einen völlig neuen Verein aus dem Boden stampft, ihm ein Gesicht gebt, ganz viele Spieler erstellt, ein Stadion baut, ein Vereinswappen malt und, und. Als erstes braucht unser neuer Verein einen Namen. Hier könnt ihr euch irgendwelche Namen überlegen. Hauptsache, sie sind richtig witzig und kommen so noch nicht vor. Unser letzter Verein, den wir erstellt haben, hieß Borussia Hinkebein. Vielleicht habt ihr jetzt eine Vorstellung, wie ihr das Ganze angehen könnt. Auch die Vereinsfarben dürft ihr euch aussuchen, niedermalen und am Ende sogar ein Wappen entwerfen. Zeichnet das Wappen so viel ihr wollt, so viele Farben wie ihr möchtet. Viel Spaß dabei! Ohne ein schlagkräftiges Team geht natürlich nichts. Auf dem nächsten Blatt tragt ihr bitte nun eure 11 Spieler ein, die ihr für unseren Verein ins Rennen schickt. Auch hier können die Namen wild durcheinander gewirbelt werden und ihr könnt euch irgendwelche Namen ausdenken. Unser letzter Stoßstürmer war Mario Pommes. Nur mal so zum Überlegen. Viel Spaß! Ach ja, und wenn ihr die Spieler alle aufgeschrieben habt, tragt sie unten in die Startaufstellung ein. Ohne Chefetage geht natürlich nichts. Jeder Verein hat einen Präsidenten, einen Teammanager, einen Trainer, einen Co-Trainer und einen Mannschaftskapitän, der die Belange der Chefetage nach unten in das Team trägt. Auch hier könnt ihr euch nun wieder Spieler, Trainer, Präsidenten und Co-Trainer überlegen. Viel Spaß dabei! Als letztes braucht unser neuer Verein natürlich noch einen Ort, wo er seine Heimspiele austrägt. Genau, ein neues Stadion. Auch hier dürft ihr euch einen völlig neuen Namen überlegen, gucken, wie viele Zuschauer reingehen sollen und welche Sponsoren das ganze Ding möglich machen. Unten beim Male dein Fußballstadion könnt ihr aus eurem Gedächtnis ein schönes neues Stadion malen. Hier nun nochmal alle Aufgaben in der Übersicht. Ihr habt einen neuen tollen Verein erstellt, schickt ihn uns doch oder verlinkt uns bei Instagram, Twitter, Facebook oder YouTube. Viel Spaß und jetzt geht's gleich weiter mit der zweiten Einheit.
Willkommen zurück. Willkommen zum dritten Teil unseres Trainings heute. Es geht jetzt rein um Technik. Okay? Wir haben heute Morgen beim Aufwärmen schon vier verschiedene Tricks gelernt. Ziehen, Vorlegen, Zidane-Wende, Ronaldo-Chop und die Übersteiger-Finte. Alle vier Tricks wollen wir jetzt miteinander kombinieren. Den Aufbau dazu gestaltet ihr ganz einfach. Ihr habt einfach vier Toilettenpapierrollen zur Verfügung. Baut oben ein kleines Dreieck und einen Startpunkt weiter unten. Okay? Baut das Ganze so auf, dass die Übung vor dem Tor ist. Okay? Das heißt, wir verbinden das Ganze mit dem Torschuss oder mit einem Zielpass. Und dann können wir eigentlich schon loslegen. Erste Runde. Es schaut aus wie ein Drache. Es schaut aus wie ein Drache, Felix. Ganz genau. So, erste Runde. Wir starten am Starthütchen. Beginnen mit dem Trick ziehen, vorlegen. Denkt dran, feste ziehen und von der Innenseite wegprallen lassen den Ball. So, jetzt starten wir in das Dreieck oben rein mit einem Ronaldo-Chop. Das heißt, wir drehen uns mit dem Ball auf die rechte Seite mit, machen den Ronaldo, der Ball rollt durch die Seite durch. Oben wenden wir mit der Zidane-Wende, 1, 2, 3 und hier halte ich kurz an. Der Ball rollt links weg, wir wollen aber jetzt unser Starthütchen wieder angreifen. Okay? Da der Ball links wegrollt, ist es für uns als Rechtsfüßer perfekt, weil wir jetzt mit der Außenseite schön in den Schiebekontakt reinkommen, Tempo erzeugen können und mit der Übersteigerfinte an der letzten Klorolle vorbeikommen, um dann aufs Tor zu spielen. Also alles mal hintereinander, aber schön langsam im Tempo, damit ihr mitkommt. Ziehen, vorlegen, Ronaldo-Chop, Zidane-Wende, 1, 2, 3 und jetzt schieben, Übersteigerfinte. Und Torabschluss. Alles klar? Jeder gesehen? Ich zeige es noch einmal in schnell. Kleine Challenge für euch vielleicht. Versucht mal unterwegs den Ball so wenig wie es geht zu berühren. Also eure Vorlegen und eure Innen- und Außenseitenkontakte sollten eigentlich dafür ausreichen, dass ihr gleich zum nächsten Trick rüberkommt. Ja? Gelingt euch das, umso besser und dynamischer könnt ihr die Tricks miteinander kombinieren. Also ziehen, vorlegen. Ronaldo, kein Kontakt dazwischen. Zidane-Wende, 1, 2, 3. Schieben, Übersteiger, Finte und der Zielpass. Gesehen? Alles klar. Ihr könnt loslegen. Auf geht's. Felix, du springst ein. Bin gespannt, wie es klappt. Los geht's. Viel Spaß. Also du korrigierst, ja? Ich korrigiere. Vorlegen, Ronaldo, Zidane-Wende, Kontakt. Schieben, Übersteiger, Finte. Pass. Jawohl. Gut. Erster Durchgang war schon gar nicht so schlecht. So, warte kurz. Ja. Achte drauf, beim Start fester zu ziehen, den Ball nach rechts wegzubringen und jetzt mit dem Job in das Dreieck reinzukommen. Schieben, Übersteiger finden und aufs Tor. Sehr gut, super. Lass dir Zeit bei der Wiederholung, du musst es nicht runterreißen, es ist kein Wettlauf. Okay. Wichtig ist, dass die Technik sauber funktioniert und du ein Gefühl für den Ball bekommst. Hopp, hopp. Sehr schön. Einmal, zweimal, dreimal. Schieben. Spur verlassen. Genau, Spur verlassen. Schiebekontakt nicht ganz geklappt. Nicht so schnell. Eins, zwei, drei. Schieben, Übersteigerfinte und der Zielpass. Klasse. Langsam, langsam. Legt ihr den Ball wieder zurecht. Und hopp, hopp. Ronaldo. Und Zidane-Wende. Schieben, Übersteigerfinte und aufs Töchchen spielen. Okay, gut. Hopp, hopp. Ronaldo weg. Einmal, zweimal, dreimal. Schieben. Ah, hast gesehen, dass der Ball ein bisschen zurückgeworfen. Ja? Ja. Okay, probier's noch. Okay, wir drehen das Ganze jetzt um, starten mit dem linken Fuß unten, hauen dann den Ronaldo mit links raus, kommen oben zur Zidane-Wende ebenfalls mit dem linken Fuß und kommen dann ins Dribbling zurück zur Übersteiger-Finte. Die macht ihr am besten trotzdem weiter mit eurem starken Fuß. Die Rechtsfüßer mit rechts, die Linksfüßer mit links. Okay, wir starten. Linker Fuß, ziehen, vorlegen, Ronaldo-Chop links, Zidane-Wende, linker Fuß, rechts, rechts. Und jetzt schieben, Übersteiger, Finte und spielen. Nochmal von vorne, ziehen, vorlegen, Ronaldo, linker Fuß, warten bis der Ball durch das Dreieck rollt, hopp, und schieben, Übersteiger, Finte, spielen. Ziemlich einfach, weil es nur auf die nächste Seite geht oder doch nicht. Probiert es am besten aus. Lasst euch Zeit dabei, dass die Bewegung wieder schön sauber und flüssig wird. Auf geht's, Felix. Du bist dran.
Super. Jawohl. Und schieben, Übersteigerfinte, spielen. Ganz stark. Okay. Leg dir den Ball immer schön wieder zurecht. Ziehen, vorlegen. Oh, Ronaldo. Macht nichts. Vergessen. Ziehen, vorlegen. Ronaldo Chop links. Und sie dann mit. Einmal, zweimal, dreimal. Schieben, Übersteigerfinte, spielen. Sehr gut, super gemacht. Und wieder ausprobieren. Ziehen, vorlegen, hopp. Und Zidane, einmal, zweimal. Und gut, dass ich die Wand habe. Gut, dass du die Wand hast. Schieben, Übersteiger, Finte. Sehr gut, super. Immer wieder starten von Null und hopp. Ziehen, vorlegen, klasse. Ronaldo kombinieren, Zidane und in den Schiebekontakt. Einmal, zweimal, dreimal. Super, Felix, gut so. Und auf geht's, nächster. Jawohl, und von vorne. So, hopp, hopp, Ronaldo links und Zidane, einmal, zweimal, schieben, Übersteigerfinte und spielen, macht nichts. Denk dran, lauf hinter den Ball rein, ja, wenn er dir zu weit weg rollt und nicht den Ball hinterher. Jawohl, einmal, zweimal, hopp, schieben, Übersteigerfinte, hinter den Ball und spielen. Letzter Durchgang, für euch auch Jungs, nochmal Gas geben zu Hause, einmal, zweimal, dreimal. Hopp, Übersteiger, Finte und spielen. Sehr gut, Felix. Jawohl, klasse. Gut gemacht. So, wir bauen um. Ihr könnt dabei weiter üben. Und übt es vor allem mit beiden Füßen. Los geht's. Okay, Jungs, ihr habt fleißig geübt gerade. Wir haben dabei umgebaut. Ich hoffe, ihr seid jetzt dann langsam ganz schön in Schwitzen gekommen. Wir haben jetzt noch eine Aufgabe. Das heißt, der Aufbau bleibt gleich. Aber wir haben eine kleine Variante. Wir tauschen einfach die Tricks mal durch und kommen am Ende einfach anders raus. So, wir starten wieder unten, das kennt ihr jetzt schon. Ziehen, vorlegen, hopp, hopp, schön feste ziehen, den Ball unter Kontrolle halten, dann in den Schiebekontakt. Schieben, Übersteiger, Finte und zieh da am Ende hinterher. So, jetzt liegt der Ball rechts auf der Seite. Wie komme ich wieder zurück? Genau, mit einem Ronaldo-Chop, den wir in die Richtung probieren mit dem rechten Fuß. Und dann aber gleich hinterher mit dem linken Fuß, um wieder rauszukommen für den Zielpass. Das heißt, wir brauchen Ronaldo rechts, Ronaldo links, dann der Zielpass. Alles klar. Ronaldo rechts, Ronaldo links und der Zielpass. Alles klar? Noch einmal für euch in schnell, danach seid ihr wieder dran. Ziehen, vorlegen, schieben, Übersteigerfinte, Zidane-Wende, Ronaldo rechter Fuß, Ronaldo linker Fuß und spielen. So, nochmal für euch, mit Ziehen, Vorlegen geht's los. Ziehen, Vorlegen, Schieben, Übersteigen. Finte, Zidane-Wende und jetzt Achtung, Ronaldo rechter Fuß, Ronaldo linker Fuß und spielen. Alles klar? Ihr könnt loslegen, Felix, du kannst auch loslegen. Viel Spaß und gebt nochmal alles. So, und los geht's. Hopp. Zidane-Wende oben, jawohl. Ronaldo, Ronaldo und spiele. Jawohl. Auch wenn es eng ist, kein Problem. Mach es langsamer und schau, dass die Tricks richtig gut funktionieren. Mach nichts, dreh etwas mehr auf. Eins, zwei, sehr gut. Schiebe, Übersteigerfinte, Zidane-Wende, Ronaldo rechts, Ronaldo links und spiele. Klasse, Felix. Jawohl. Und ein bisschen geht noch. Komm, probier's nochmal. Die Jungs, glaube ich, haben noch Power. Eins, zwei, hopp, hopp, hopp. Stark gemacht, jawohl. Und Ronaldo, Ronaldo, sehr gut. Lass dir wieder ein bisschen Zeit. Komm zum Atmen und dann fangen wir wieder ausgeruht an. Und los geht's, sehr schön. Schieben, Übersteiger, Finte. Einmal, zweimal, dreimal. Ronaldo rechts, Ronaldo links. Sehr gut, macht nichts. Jetzt geht die Kraft ein bisschen aus. Die Jungs hier zu Hause können das alles ein bisschen langsamer machen. Dann geht euch auch nicht die Kraft so aus wie mit Felix gerade. Ich hab noch Power. Du hast noch Power. Okay. Je ausgeruhter ich bin, desto sauberer läuft die Technik nachher. Beim Üben ganz, ganz wichtig. Genau. Und auf geht's. Hopp, hopp. Schieben, Übersteigerfinte, Zidane-Wende, Ronaldo, Ronaldo, spielen. Und dein letzter. Auf geht's, Junge. Gib Gas. Ziehen, vorlegen, schieben, Übersteigerfinte. Zidane-Wende, klasse Felix, letzter Ronaldo, spielen, jawohl, ganz stark, sehr gut gemacht. Wie weit seid ihr zu Hause, Kinder? Seid ihr schon fertig?
Ihr könnt jetzt noch in aller Ruhe üben. Wir sehen uns gleich nochmal mit dem Spezialtrick, mit eurer Hausaufgabe. Bis gleich. Okay, Jungs, das war's mit dem Training heute. Ich hoffe, es hat euch mega Spaß gemacht. Wir haben jetzt aber, weil uns das Abschlussspiel ja leider ausfällt, noch eine kleine Hausaufgabe für euch. Die übt ihr bitte bis morgen. Wir gehen sie dann morgen nochmal durch, okay? Und schauen, ob ihr es bis dahin gekonnt habt. Wir haben jetzt zuletzt den Trick Ronaldo geübt. Ja, es gibt aber noch eine kleine Variante vom Ronaldo, der Ronaldo-Konter. Ja? Ich zeige euch jetzt, wie er funktioniert. Ihr könnt ihn dann zu Hause ausprobieren. Und wir sehen uns morgen, hoffentlich mit einem spitzenmäßigen Ronaldo-Konter. Viel Spaß beim Üben und macht's gut. Okay, Jungs, der Trick funktioniert folgendermaßen. Wir probieren wieder den Ronaldo wie vorhin auch. Legt euch den Ball zuerst nach rechts weg, dann steigt ihr leichter in den Ronaldo ein. So, nach dem Ronaldo kreuzen wir den rechten Fuß hinter den linken und versuchen mit der rechten Fußspitze den Ball von links nach rechts zurückzubringen. Okay? Also einmal den langsam weglegen, Ronaldo rechts durchlaufen lassen und jetzt mit der rechten Fußspitze gekreuzt den Ball zurückholen. Alles klar? Hat einen doppelten Effekt. Wenn ihr den Trick auf jemanden frontal zumacht, hüpft er natürlich erst nach rechts, dann nach links, obwohl es wieder nach rechts weggeht. Das heißt, der Gegner wird sich am Ende gar nicht mehr auskennen. Okay? Übt es erst langsam, dann werdet immer schneller. Weggehen, Ronaldo kreuzen und zurückholen. Okay? Bis ihr es irgendwann schön schnell und flüssig könnt. Hopp, hopp, hopp. Viel Spaß beim Üben. Bis morgen.